Ist das ein Rezept von dir? Von der Julia. Sie hat vorher bei uns gewohnt und jetzt in der Provence lebt. Der Thomas und der Urs haben einen wahnsinnigen Streit wegen dem Mess. Thomas hat etwas erzählt. Ja? Yeah? Was hat er genau gesagt? Dass du naiv bist, nicht von Politik verstehst und Neonazis mit Kindergärten verwechselst. Oh, Scheiße. Ist eben zu doof gelaufen. Was hast du ihm denn nicht erzählt, dass du selber jüdisch bist und darum Neonazis verstehen willst, so wie es mir gesagt hast? Ich weiss nicht, das ist irgendwie so persönlich. Ich will einfach, dass der Paul den Ausstieg schafft, so wie der Urs. Ja, aber der Urs hat eine Beziehung mit dem Thomas gehabt. Das ist eine andere Ausgangslage. Ah, wow, was hast denn du vor? Willst du ein Besäufnis machen? Na klar. Du musst einen eigenen Anknüpfungspunkt finden. Und Bier ist eindeutige Gemeinsamkeit zwischen links und rechts. Ich will einfach nicht schuld sein, dass die wieder Streit haben wegen dem. Es ist ja seine Wohnung. Ja, aber es ist ja meine Wohnung und es ist ja deine Wohnung. Vergiss es, das ist alte Wunder von Thomas, mehr nicht. Ich mach jetzt Guacamole. Schmecken gut die mexikanischen Chips. Und die Soße kann man dir so kaufen? Nein, nein. Das ist ein Spezialrezept von Thomas. Gell, Thomas? Warum erzähl ich nicht so einen Scheiß? Und der Stuhl, hey, der sieht gut aus. Und hockst bequem. Das ist eben gutes Design. Also ästhetisch und aber auch funktionell. Man muss ein Spezialgebiet, gell, du Urs? Was ist los? Hey, sind nicht zueinander, Kinder. Hey, schau dir die dummen Sprüche, kannst du sparen, ist gut. Ja, okay, klar. Meine ich nur. Schau, was du meinst, interessiert mich ein Scheiß. Thomas. Ich fände es angenehm, wenn du dich ein bisschen konstruktiv... Hey, was? Konstruktiv? Kopf da, man hockt da mit einem scheiß Nazi am Tisch. Komm, fang doch jetzt an, bring deine Sprüche. Komm oben runter. Vielleicht sollten wir einfach alle unsere Vorurteile mal schnell vergessen. Und du, erzähl doch einfach mal, wie du das heute so siehst. Aha. Ja, klar. Also... Ich verstand schon, dass du dich aufregst, Thomas, gell? Ja, du verstehst, das finde ich super. Ja, das ist ja so. Ich meine, ich muss schon sagen, das, was damals im Militär passiert ist, das erinnerst du dich sicher. Also, natürlich nicht nur das im Militär, auch die ganze Geschichte später, das war ein Fehler. Also ein Fehler von mir. Willst du mich verarschen? Ja, nein, das ist ja so. Ich meine, gut, ich war bei diesen Rechtsextremen und es war ein Fehler. Ja, aber ich meine, du... Das ist schon etwas anderes. Du warst der Führer von uns. Und nicht nur einfach ein Mitläufer. Ich meine, gut, was soll ich sagen? Es war ein Fehler. Aber die Sache ist jetzt vorbei. Spielt ja keine Rolle mehr, oder? Thomas, es tut mir leid. Hey, sorry. Ich habe Fein, die Florale. Hervorragend, muss ich sagen. Merci. Also wollte ich gleich auch fragen, was vorher. Was darf der Leid und so? Aha, ich glaube es nicht. He. Das ist eben das, machst du einmal im Leben fehlen, es wird ein ewiger Strick austragen. Ja, jetzt tust du mir aber wirklich leid. Dafür macht jetzt Alex einen auf Gandhi. Wenn jemand aussteigen will, dann muss man das ernst nehmen. Das war bei mir auch sehr schwierig. Wenn du etwas Neues probierst... Hey, jetzt musst du einfach aufhören, sonst haben wir das Problem. Hey, was, ich darf doch wohl meine Meinung sagen. Ja, das finde ich auch. Und jetzt streiten doch nicht die ganze Zeit. Und der Alex und ich, wir verstehen uns einfach gut. Als Freunde, gell, Alex? Es würde mich trotzdem noch interessieren, warum du überhaupt bei den Neonazis gewesen bist. Warum? Die Kollegen sind halt auch da gewesen. Aber hast du denn zum Beispiel geglaubt, was die Nazis über die Juden erzählen? Ja, weiß auch nicht. Aber das spielt jetzt auch keine Rolle mehr, oder? Die Sache ist ja vorbei. Sicher spielt es eine Rolle. Komm, bring jetzt einen von deinen Judensprüchen. Du musst mich provozieren, gell? Was würdest du denn sagen, wenn jetzt hier jemand am Tisch jüdisch wäre? Dann ist er halt jüdisch. Ist ja jeder irgendetwas, oder? Aber warum meinst du? Weil ich jüdisch bin. Und meine Großeltern im KZ umgekommen sind. Jüdisch? Du bist ein Jod! Ich hab gemeint, du seist ein Freund. Ein Freund? Ja, aber schließt sich dann das aus? Er sitzt doch nicht mit einem Juden am Tisch. Hey, jetzt musst du bremsen, aber sofort. Der Ali hat mich verarscht. Die haben gewusst, dass das ein Jude ist. Weißt du was? Verpiss dich und zwar sofort. Und ich will dich nie mehr sehen. Hau ab. Das Juden hast, können wir ausräuchern. Ausräuchern, checkst du? Wir kommen und zünden euch an. Ich präge schwere Ficke Juden. Hau ab! Die werden brennen! Brennen werden die! Brennen! Sorry, wenn du das Team nicht checkst, dann weiss ich echt nicht, was aus uns wert ist. Fuck, wie viel Mal muss ich dir noch sagen, es war ein Fehler.
Es war ein Fehler, es war ein Fehler, es war ein Fehler. Es war ein Fehler, okay. Du willst doch nicht wegen dem Arsch unsere Beziehung in Frage stellen und ausziehen. Du hast sie in Frage gestellt. Nein. Ich kann dir sagen, so schnell werden wir den Typ nicht mehr los. Nur schon wegen dem ziehe ich da aus. Das ist deine Paranoia, nicht deine Eifi. Dann ziehst halt aus, wenn es dir dann besser geht. Das ist mir doch scheißegal. Hey, hoi Grossvater. Komm rein. Ja, eigentlich. Hey, Thomas, bist du bereit, hä? Bereit? Ja. Oh, wir wollen gut essen. Ja. Ich gehe nur noch schnell zu Abend, jetzt willst du noch ein Aperitif? Ja, komm. Ja, ist irgendetwas los? Nein, ist schon alles okay. Wieso hast du mich treffen? Das ist ein Kehr. Das ist eine kleine dumme Geschichte. Weißt du, dass ich wette, dass Chocolat Blanc eine gute Zukunft hat, wenn ich mal nicht mehr da bin? Schließlich habe ich eine Verantwortung. Ja, klar. Aber die Verantwortung hat auch ihren Preis. Das kann man vorstellen. Ja, wenn du dir das vorstellen kannst, kannst du jetzt sicher auch verstehen, was ich dir will sagen. Weißt du? Dumme Geschichte, das ist vielleicht nicht das richtige Wort. Das ist, das geht um die Aktien. Ist etwas passiert? Nein, nicht. Das ist alles zusammen in Ordnung. He? Aber, was würdest du jetzt mit diesen Chocolat Blanc-Aktien machen? Was soll ich mit deinen Aktien machen? Hey, du weißt, es gibt das traditionelle Modell, die Aktionäre gehört dem Patron und so weiter. Und heutzutage gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Ach so, meinst du? Ja, und es würde mich interessieren, was du als junger, engagierter Mensch, also angehender Anwalt, mit diesen Aktien würdest machen. Das kann ich schon sagen, ich würde sie deinen Mitarbeitern verteilen. Ja, es ist demokratischer und es erhöht die Motivation und das Risiko ist breiter abgestützt. Aha. Ja. Das würde schon so machen. Ja, das ist eine Möglichkeit. Aber nicht genau das, was du hören willst. Das würde ich dir mal sagen. Hast du wirklich über das mit mir reden? Ja. Mach dich du jetzt fertig und dann erklärst du mir das noch mit dem demokratischen Modell genauer. He? Okay. Post! Hey, nein. Urs? Was ist? Uns haben sie gekündigt. Was? Was? Ja. Da. Wegen starker, wiederholter Lärm- und Geruchsbelästigung. Das kann nur vom Neifernecken kommen, dem Hurenfaschel. Der Neife kann es nicht einfach künden. Nein, aber ich kann bei der Verwaltung Horrorgeschichten erzählen. Und ich bin schuld, weil ich dem vertraut habe. Nur weil du jüdisch bist, das ist so ein Dreck. Wenn ich gewusst hätte, was das für ein Monster ist. Die Wohnung gehört immer noch an Luise und der schmeißt uns nicht einfach raus. Das kann man nicht vorstellen. Nimm niemand ab. Scheiße. Ich gehe auf die Verwaltung. Wir sehen uns. Es tut mir total leid. Das tut mir alles so leid, jetzt müsst ihr wegen mir aus dieser Wohnung raus. Jetzt hör mal auf, dich für den Neifenegger zu entschuldigen. Und ich habe gemeint, er sei ein echter Aussteiger. Er hat es geschafft, den Urs und mich auseinanderzubringen. Das ist... Jetzt mal easy bleiben. Es muss nicht unbedingt ein Neifenegger sein. Doch, ich spüre es. Das ist ihn. Komm jetzt. Bitte mach nicht auf, Thomas. Feige Sauhunde. Ich weiß ganz genau, dass sie da sind. Freut euch nicht zu früh. Ich mache ihn kaputt. X und fertig. Jodenpack. Ah! Hast du uns rausgeschehen, ja? Lass mich los. Hey, was ist los? Jodenpack. Urs. Was ist denn mit dir los? Das
du einen Zahnschab durchschluch. Und wenn du das noch einmal belästigst, dann landest du im Knast. Das werden wir noch sehen. Huere verdammtes Neonazi-Bubbeli, du! Du Komplexhäufeli! Du billiger Vorstadt-Pinscher! Von dir habe ich auch Urs, keine Angst mehr, du! Urs, gut, beruhig dich. Huere Wichtsack! Urs, beruhig dich. Was ist denn passiert? Das Arsch hat uns dauernd angeschwärzt bei der Verwaltung. Wegen Lärm, Dreck, Gestank, was weiß ich. Und die Deppen haben ihm natürlich geglaubt. Als Hauswart. Ja, und der Luisi? Der Pfahl, der mich überhaupt nicht gewusst. Der ist immer noch in London. Ja, und jetzt? Jetzt können wir bleiben. Willst du das Beste wissen? Der Luisi hat den Neife von London ausgekannt. Fristlos. So geil. Das ist eigentlich der Alex. Wieso denkst du jetzt genau an Alex? Und alles nur, weil ich jüdisch bin. Du siehst, so Typen kannst du nicht ändern. Ja, aber rausgehen. Hey, Lotta, hoi. Ich kann ihn. Du hast was. Der Job im Radio. Ich bin Moderatorin im Morgenprogramm von DRS3. Hey, so cool. Wow, gratuliere. Hey, danke. Thomas, ohne dich hätte ich das nie geschafft, ehrlich. Hey, Alex. Hoi. Ich habe den Job im Radio. Ah, super, hast du mir gar nicht erzählt. Nur dank dem Thomas seiner Connections. Ja, jetzt hör mal auf, ich nehme sich mit Hank aus. Gratuliere. Gar nicht gewusst, dass du wieder zum Radio. Ja, ich doch auch nicht. Bis vor kurzem. Ja, das feiern wir, oder? Ja, sicher. Buchen.